Andacht vom 2.8.2021 von Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Benutze deine Werkzeuge. Ich wachte mitten in der Nacht auf. Der Heilige Geist begann, zu mir zu sprechen. Aber ich war müde und wollte lieber noch schlafen. Aber der Herr sprach sehr intensiv. So öffnete ich mein Herz. Der Heilige Geist sagte, die Menschen schauen auf die Geschenke, die sie von Gott erhalten. Sie schauen auf ihr Wissen und auf Erreichtes, aber nicht auf die Werkzeuge. Ich schaute dann, ob es in der Bibelkonkordanz das Wort Werkzeuge gibt. Ja, es gibt das Wort, aber es handelt sich dabei immer um Werkzeuge, mit denen man etwas bearbeitet oder herstellt. Das machte alles keinen Sinn für mich. Ich betete und dachte darüber nach, und der Herr offenbarte es mir. Ich erkannte, was Gott gemeint hatte, und dann schlief ich noch mal ein bisschen. Der Herr sagte zu mir, »Danke, Reinhard, dass du die EPS, die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, machst.« Die Intensiv-EPS war so unglaublich kraftvoll, das ist nicht zu beschreiben. Die Leben von Menschen werden dort verändert, wie es sonst in 10 Jahren nicht geschieht. Und der Herr sagte mir Danke dafür, dass ich diese Schule des Prophetischen und Übernatürlichen durchführe. Ich antwortete, ich liebe es, das zu tun. Der Herr sagte, durch die EPS und was du dort machst, so wie du mir dienst, gibst du Werkzeuge in die Hände der Menschen. Ich dachte darüber nach. Die Leute, die gestern wieder heimfuhren von der EPS, nahmen eine Menge Werkzeuge mit nach Hause. Werkzeuge, mit denen sie wiederum viele Menschen verändern können. Wir dürfen nicht glauben, dass eine weitere Offenbarung oder eine weitere Erkenntnis unser Leben endlich verändern wird. Das ist eine Täuschung. Es geht nicht darum, viele Werkzeuge zu haben, sondern du musst sie nutzen. Jakobus sagt, wenn du nicht mit deinen Werkzeugen arbeitest, gleichst du einem Menschen, der sich in einem Spiegel betrachtet und dann weggeht und sofort vergisst, wie er aussieht. Stell dir vor, ich stehe morgens auf, schaue in den Spiegel und sehe, dass meine Haare durcheinander sind. Ich denke, oh, ich muss mich dringend frisieren. Aber ich vergesse es und gehe so aus dem Haus. Das ist dumm. Und die Leute schauen mich an und denken sich ihren Teil. Leider verhalten sich viele Menschen jeden Tag so. Sie erhalten jeden Tag eine Offenbarung von Gott. Diese Offenbarung ist ein Werkzeug, aber die Menschen nutzen es nicht. Sie hören etwas von Gott und nutzen es nicht. Das ist dumm. Ich habe auf meinem Weg mit Jesus erlebt, dass die Dinge erst kraftvoll werden, wenn wir sie einsetzen. Ich könnte euch lehren zu prophezeien. Alle Leute in der EPS haben prophezeit. Alle haben es gelernt. Aber wenn du das Gelernte in ein Regal legst und liegen lässt, hilft es nichts. Und dann funktioniert es nicht. Alles, was Gott uns zeigt durch Offenbarung, durch Erkenntnis, durch eine Weissagung, all das ist ein Werkzeug. Werkzeuge müssen benutzt werden. Wir leben in Selbsttäuschung, wenn wir denken, wir haben die Werkzeuge ja. Wenn wir denken, alles ist gut, das ist eine Täuschung. Auch meine Lives, was ihr hier lernt, das sind Werkzeuge. Wenn ihr sie nicht nutzt, helfen sie euch nichts. Denkt an alles, was ich über aggressiven, nehmenden Glauben sagte. Erinnert euch an das, was ich über das vollbrachte Werk des Kreuzes sagte. Überzeugt eure Herzen und handelt danach. Sonst hat das alles keinen Sinn. Jakobus sagt buchstäblich, wenn du einen bedürftigen Menschen siehst und ihm nicht hilfst, was nützt das? Jemand sagte zu mir, Reinhard, ich liebe das vollbrachte Werk des Kreuzes und deine Predigt, aber es funktioniert nicht. Als ich vor gut 40 Jahren begann, prophetisch zu reden, lernte ich,
Wenn ich 14 Tage auf Urlaub gehe und dort den Menschen nicht prophezeie, verlerne ich das Werkzeug der Prophetie. Deshalb gehe ich auch am Strand entlang oder die Berge hoch und frage: Herr, was willst du diesen Menschen sagen? Ich möchte nicht, dass mein Werkzeug zu rosten beginnt. Es geht so schnell, dass Werkzeuge einrosten. Die Menschen leben ihr Leben und verbinden sich nicht mit Gott. Wenn wir mal erkennen, dass wir durch Gott leben und alle Talente von ihm erhalten haben, werden wir sie nutzen. Es sind Werkzeuge, keine Spielzeuge. Sag: Danke, Herr, für dieses Werkzeug. Ich möchte es nutzen. Lass dich von Gott benutzen, nutze deine Werkzeuge. Nur noch eine Offenbarung, nur noch eine Erkenntnis, nur noch eine Prophetie. Nein, nein, nein. Wir haben sonst eine Sammlung von rostenden Werkzeugen. Und am Ende stehen wir dann vor Jesus und er sagt: Ich habe dir so viele Werkzeuge gegeben, doch du hast sie nicht genutzt, um den Menschen meine Liebe zu zeigen. Es gibt ein Prinzip in der geistlichen Welt und ich liebe es. Wer viel hat, dem wird noch mehr gegeben werden. Wer aber wenig hat, dem wird auch das noch genommen werden. Jesus machte das sehr klar. Wenn du treu das nutzt, was du hast, wird es konstant weiter wachsen und größer werden. Wenn ich also mein kleines Talent verstecke, weil der Herr mir nicht mehr gegeben hat, dann wird auch das rosten. Es wird dir immer mehr gegeben werden, wenn du gibst und gibst und gibst. Ich bin Gott so dankbar. Als ich noch nicht mal 20 Jahre alt war, sagte der Herr zu mir: Reinhard, es gehört dir nichts, was ich dir gegeben habe, solange du es nicht weggibst. Ich dachte darüber nach. Wenn ich es nicht weggebe, aber wenn ich es weggebe, dann ist es doch weg, dann gehört es mir doch nicht mehr. Ich studierte die Bibel und erkannte, es ist ein geistliches Prinzip. Wenn du ein überfließendes Leben mit Jesus haben willst, wenn du seine Liebe erleben, seine Zeichen und Wunder sehen willst, Jesus sagt: Wenn du dein Leben verlierst, wirst du es gewinnen. Bleib dran. Wenn du es weggibst, wirst du es erhalten, denn die Menschen vervielfachen es. Wenn ich eine Saat habe, die ich sehe, wird mehr herauskommen. Wenn ich sie nicht sehe, werde ich nichts erhalten. Das Ziel der Saat ist eine Ernte. Gott gab einen kleinen Samen in deine Hand. Du siehst den Samen, Gott sieht die Ernte. Aber die Ernte entsteht erst, wenn du säst. Gott sagt: Jedes Werkzeug, das ich dir gebe, nutze es. Dann wird es eine Ernte geben. Alles, was ich dir gegeben habe, ist eine Saat. Als ich die letzten 2 Wochen meine Studenten beobachtete, hatten wir Zeugnis über Zeugnis. Ein Mann weinte so sehr, es war so wunderbar. Wisst ihr, ich hätte meine Werkzeuge einfach auf ein Regal legen können. Die Prophetie ebenso wie die Offenbarung und die Erkenntnis. Ich könnte ein kleines, nettes Leben führen als Pastor einer kleinen Kirche mit regelmäßigen Gottesdiensten. Ich könnte ein kleines, glückliches Familienleben führen. Aber wenn ich meine Werkzeuge nicht genutzt hätte, gäbe es inzwischen tausende Menschen in der Welt weniger, die gelernt haben, ihre Werkzeuge zu nutzen. Ich mache nichts, damit ihr euch besser fühlt. Nein, ich mache es, damit ihr lernt, eure euch gegebenen Werkzeuge einzusetzen. Ich erinnere mich noch daran, als ich vor Jahren zu einem Gemeindetreffen fuhr. Ich wohnte etwa 20 Minuten mit dem Auto weg vom Treffpunkt. Im Auto betete ich und dachte an die Leute dort. Und da gab mir Gott schon prophetische Worte für die Menschen. Ich war dann wirklich begeistert. Ich konnte mir die Menschen vorstellen. Ich dachte darüber nach, wie jeder ein prophetisches Wort bekommen würde, wie alle glücklich waren und so weiter.
Aber der Herr sagte: Reinhard, ich werde dir niemals für alle ein prophetisches Wort geben. Denn dann würdest nur du gut dastehen und der Abend wäre nett verlaufen. Ich gebe dir prophetische Worte, weil ich die Menschen liebe und möchte, dass sie sich verändern. Ich verstand, es geht nicht um die schöne Atmosphäre beim Treffen. Es geht schon gar nicht darum, dass ich gut dastehe. Gott geht es immer um die Menschen. Gottes große Liebe soll offenbart werden. Ich möchte, dass ihr euch heute fragt: Wie viele Werkzeuge habt ihr erhalten, die ihr auf euer Regal gelegt habt? Prophetische Worte, die ihr erhalten habt, Begabungen, Offenbarungen und Erkenntnisse. Alles, was ihr habt, ist ein Werkzeug. Paulus sagt: Kämpft den guten Kampf und benutzt die Worte, die ihr erhalten habt, als Schwert, also als Waffe. Freut euch also nicht über ein neues prophetisches Wort. Benutzt es. Aber Reinhard, ich habe nicht viel erhalten. Ich habe keine Ressourcen. Ich fließe nicht im Übernatürlichen. Das ist genau die Einstellung des Mannes, der ein Talent erhalten hatte. Ich habe nicht viel, mein Herr ist böse. Wenn ihr so lebt, werdet ihr nie ein Leben in Fülle erleben. Wenn du nur einen Schraubenzieher hast, kannst du dich entscheiden, ihn zu benutzen oder auch nicht. Wenn du ihn benutzt, bekommst du einen elektrischen Schraubenzieher. Du kannst ihn einsetzen oder auch nicht. Wenn du ihn nutzt, erhältst du eine Bohrmaschine. Und so fort. Es wird immer mehr und immer größer, wenn du es nutzt. Und du sorgst dafür, dass die Werkzeuge nicht rosten. Wir haben eine Studentin, die letztes Jahr die EPS beendet hat. Sie schockte jetzt die Leute von der EPS, denn sie prophezeite so klar und detailliert. Das war der Hammer. Viele Studenten sagten, sie wollten das auch erreichen, was diese Frau hat. Aber ich erzähle euch etwas. Ich lernte Gracie kennen, als vor ein paar Jahren ein Seminar über Prophetie stattfand. Ich erlebte Gracie. Ihr Leben war so durcheinander, so verwirrt. Ja, sie hatte schon ihren Selbstmord geplant, weil sie keine Chance mehr für sich sah. Aber Gottes Güte veränderte ihr Leben. Nach 3 Tagen Seminar prophezeiten alle, außer Gracie. Ich redete mit ihr, aber sie sagte: Reinhard, ich höre Gott nicht. Ich kann nicht prophezeien. Ich sagte: Doch, du kannst. Aber sie blieb beim Nein. Letztes Jahr kam sie wieder zur EPS. Die ersten 3 Module lang war sie sehr schüchtern und zurückhaltend. Aber sie lernte, dass sie Gott hören und prophezeien konnte. Und dann benutzte sie dieses Werkzeug. Sie wurde einer der prophetischsten Menschen aus der EPS. Und jetzt kam sie als Mitarbeiterin zur EPS. Sie sagte: Ich prophezeie bewusst immer weiter. Sie nutzt sogar ihre Kontakte auf dem Handy, um zu fragen, was der Herr für jemanden will. Ich dachte bei mir: Genau, das ist der Schlüssel. Und Gracies Prophetien werden immer genauer und treffender. Jeder will prophezeien, aber niemand will die Werkzeuge nützen. Das bringt nichts. Hört auf zu denken und zu sagen, dass ihr keine Werkzeuge habt. Das macht keinen Sinn. Alles, was ihr durch Offenbarung, durch Geschenke und Talente von Gott erhalten habt, ist ein Werkzeug. Gott hat etwas getan oder gegeben. Es gehört dir jetzt. Wer entscheidet nun, ob das Werkzeug rostig wird oder ob du es nutzt? Ich erinnere mich, als ich jung war, mit 16, predigte ich auf der Straße und bei diversen Treffen.
zuerst bei der Jugend, dann auch in der Kirche. Ich hatte einige christliche Helden, Männer und Frauen Gottes, die er benutzte. Ich erlaubte mir, durch diese Vorbilder inspiriert zu werden. Aber ich sah auch, wie viele von ihnen abnahmen in ihrer Kraft, anstatt zu wachsen. Ich sah, dass Enttäuschungen, Entmutigung und Schwierigkeiten diese Menschen stoppten, weil sie sich verletzen ließen. Dann kam die altbekannte Masche. Sie warteten auf mehr Offenbarung, auf mehr Erkenntnis. Aber sie hatten immer weniger. Und mit 60 Jahren konnten sie ihren Tag der Pensionierung kaum erwarten. Sie hatten hart gearbeitet und sie waren müde. Ich wollte nie so sein. Je länger ich lebe, desto kraftvoller will ich sein. Ich möchte nicht, dass meine Werkzeuge rosten. Bis zum letzten Moment, den ich hier auf der Erde lebe, werde ich meine Werkzeuge nutzen und vervielfältigen. Schaut, in ein paar Wochen bin ich 60. Ich habe noch nie so viele Menschen erreicht durch Jesus wie jetzt. Ich habe verstanden, die Werkzeuge rosten, wenn ich sie auf dem Regal liegen lasse. Ich werde mein Leben weiterhin ausgießen und alle Talente weitergeben. Ich werde meine Muskeln des Glaubens immer weiter stärken. Wisst ihr, ich träumte in der EPS. Oh, und die Leute, die mit mir arbeiten, werden viel Arbeit bekommen. Ich möchte eine EPS in Europa eröffnen, eine in Amerika. Wir träumen, damit nach Afrika zu gehen. Die letzten paar Tage dachte ich auch über Brazilian Kids Care nach, wie es wächst und größer wird. Je mehr ich das nutze, was ich erhalten habe, die Offenbarung von Gottes Güte und Liebe, die Erkenntnis über das vollbrachte Werk des Kreuzes, vom Glauben, der die himmlischen Dinge auf die Erde bringt, das Prophetische, das Übernatürliche, je mehr ich das nutze, desto klarer und kraftvoller wird es. Bitte fühlt euch nicht verurteilt, das hilft nicht. Aber fühlt euch herausgefordert. Betet einfach. Herr, es tut mir leid, dass ich die Werkzeuge auf das Regal gelegt habe, weil ich dachte, es sei zu wenig. Ich werde sie jetzt nutzen. Wenn du sie nutzt, werden sie sich vervielfachen. Jede Offenbarung, teile sie. Erzähle auf Instagram davon, egal ob dir 100 Leute folgen oder weniger. Warum müsst ihr den Menschen auf Instagram erzählen, was ihr gestern gegessen oder welche Kleidung ihr getragen habt? Nutzt die Dinge nicht nur für euch selbst. Wenn Gott zu dir spricht, teile es auf deinen sozialen Medien. Wenn du wachsen willst, musst du es einsetzen. Es ist egal, wie viele Leute das sehen oder wie gut du es rüberbringst. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, bekommt mehr. Wenn du ein kleines Werkzeug nutzt, wirst du mehr erhalten. Wenn du es liegen lässt, wird es dir nichts nützen. Die letzten Tage, bevor Jesus zurückkommt, wird Jesus nicht große geistliche Männer und Frauen wie mich benutzen. Ich weiß, ich bin ein großer Mann Gottes, aber Gott wird es nicht durch mich tun, das ist mir bewusst. Er tut es durch jeden Menschen, der Gott hingegeben ist und handelt. Jeder, geh, nutze heute, was du hast. Wenn du etwas hattest, was du bisher nicht genutzt hast, tu Buße darüber und nutze es jetzt. Amen.